Ja, guten Tag. Einen schönen guten Tag, spreche ich mit Herrn Gerold Steiner. Ist es korrekt? Jo. Ich grüße Sie. Ich werde mich kurz vorstellen, Herr Steiner. Mein Name ist Dominique Mercier und ich bin Mitarbeiter von der Auszahlungsabteilung. Ja, der Grund meines Anrufes ist Ihr Kapital, Herr Steiner, was Sie auf dem Finanzmarkt besitzen, ne? Ja, und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute haben wir das 300. Video auf diesem Kanal. Tatsächlich. Und naja, wir haben jetzt hier auch tatsächlich wieder einen Megacall der Leitung. Das heißt, ein Gespräch, das irgendwie kein Ende finden will und der Mitarbeiter jede Menge Zeit verplempert. Einfach nur Wahnsinn. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem neuen Special-Video. Weil Sie keine Manipulationen schon lange mit dieser Summe getätigt haben, genau deswegen, unsere Abteilung hat unter Ihrem Namen die Anfrage erhalten, dass Sie wünschen, diese Summe, ja, die Summe ist in Höhe von 35.233 Euro und 95 Cent, ja, auszahlen lassen, damit Sie es auf Ihr Hausbankkonto bekommen können. Ist es korrekt, Herr Steiner? Ja, weiß ich doch nicht. Also, unter Ihrem Namen auf dem Finanzmarkt in Kryptowährungen ist diese Summe stabilisiert. Ist die Summe in Höhe von, wie gesagt, 35.233 Euro und 95 Cent. Ne? Und dieses Auszahlungsprozedur funktioniert so. Ja? Zuerst soll ich unter Ihrer aktuellen E-Mail-Adresse offizielle Auszahlungsformular senden. Ja, natürlich mit Instruktionen, wie können Sie es ausfüllen, ja? Dort wissen Sie, Sie brauchen Ihren Namen zu eingeben, dort sind die Felder für Auszahlungsbetrag, für IBAN, wo wünschen Sie diese Summe zu bekommen und so weiter und so fort. Ja, das werden Sie selber nachschauen. Wenn Sie es ausfüllen und so an uns senden, unsere Rechtsabteilung wird für Sie diese ganze Summe sozusagen deklarieren, dass danach werden Sie diese Summe auf Ihr Hausbankkonto bekommen. Ja, alles klar soweit, Herr Steiner? Nicht so richtig. Okay, dann schauen Sie mal, können Sie mir Ihre aktuelle E-Mail-Adresse diktieren, damit ich dieses Auszahlungsformular senden kann? Weiß ich doch nicht aus dem Kopf. Ach so, wissen Sie es nicht? Nee. Okay, können Sie es nachschauen? Da muss ich gucken. Wissen Sie, ich kann in 5 Minuten anrufen, Herr Steiner. Nee. Wenn Sie bereit sein werden, dann können wir diese Sache Dann erledigen. müssen Sie so lange am Telefon bleiben, wie ich gucke. Okay, dann werde ich an der Leitung warten. Das ist überhaupt kein Problem, das ist mein Job, ne? Ja. Okay, bitte schön, nehmen Sie ruhig Zeit, ja? Ich warte an der Leitung und wenn Sie bereit sein werden, sagen Sie mir Bescheid. Ja. Ja, was ihr hier im Video nicht hört, ich habe den Mitarbeiter unfassbar lange warten lassen. Und das nicht nur dieses Mal, sondern ja, extrem häufig in dem Gespräch. Ich habe den Mitarbeiter immer und immer und immer wieder sehr, sehr lange hingehalten, um möglichst viel Zeit von ihm zu stehlen, dass er in der Zeit niemanden anderen betrügen kann. Und ich kann euch eins verraten, den haben wir ja tatsächlich fast den halben Arbeitstag beschäftigt. Herr Steiner, hören Sie mich? Ja. Ja, wissen Sie, bei mir steht, wissen Sie, als Ihre aktuelle E-Mail-Adresse die Ziffern, ja, jetzt schalten, mdccfan.de. Ja, die geht. Die geht, okay. Dann ich werde Ihnen sagen, das ist 03941559284, jetzt schalten, mdcc, bei mir steht es so. Ja. Okay, prüfen Sie es, damit wir Fehler vermeiden. Okay, Herr Steiner, wenn es stimmen wird, dann sende ich ein E-Mail an Sie. Was soll ich da prüfen? Ihre E-Mail-Adresse. Ja, habe ich doch gesagt, hört sich richtig an. Ach so, es ist korrekt, ne? Ja. Okay, Herr Steiner, dann innerhalb von 10 Minuten. Sie werden, wie gesagt, offizielles Auszahlungsformular mit Instruktionen von meiner Seite schon haben, ne? Füllen Sie es aus und senden Sie es an uns zurück, ne? Und dann? Dann, wie gesagt, unsere Rechtsabteilung wird Ihre Börsensumme
für Sie unter Ihrem Namen deklarieren, ja, und dann werden Sie diese Summe in Höhe von mehr als 35.000 Euro auf Ihr Hausbankkonto bekommen, ja. Wissen Sie, Herr Steiner, warum braucht man diese Deklarierung, ja? Warum macht das unsere Rechtsabteilung für Sie? Weil wenn Sie so große Summe auf Ihr Hausbank bekommen, ja, nach der Deklarierung wird keine EZB, das heißt Europäische Zentralbank oder die Regierung an Sie Fragen stellen, woher Sie so große Summe entweder erwirtschaftet oder erhalten haben. Alles klar? Ja, das haben Sie sich gut ausgedacht. Okay, sehr gut. Dann prüfen Sie Ihre E-Mail. Innerhalb von 10 Minuten werden Sie das E-Mail von meiner Seite schon haben. Mein Name ist Dominique Mercier. Merken Sie bitte das auch. Ist aber noch nicht da, die E-Mail. Nein, innerhalb von 10 Minuten. Ich soll doch diese E-Mail an Sie schreiben. So, und Nach unserem dann? Gespräch. Und dann? Ja, füllen Sie dieses Auszahlungsformular, ja, Was steht da aus. drin? Dort brauchen Sie Ihren Namen zu eingeben, ja, dass Sie Herr Gerold Steiner sind, ja. Sie brauchen dort die Auszahlungssumme zu eingeben. Dort steht Kontowährung, ja. Dort brauchen Sie Euro / Bitcoin zu eingeben, weil diese Summe auf dem Finanzmarkt haben Sie mit Bitcoin profitiert, ja, mit Kryptowährung. Ne? Okay. Dort ist auch Felder für die IBAN, wo wünschen Sie die Summe zu bekommen und so weiter und so fort. Das werden Sie selber nachschauen. Ne? Aha, und dann? Und dann, ich habe doch das schon erklärt. Wenn Sie es ausfüllen, unsere Rechtsabteilung wird Ihre Summe, was unter Ihrem Namen steht, offiziell unter Ihrem Namen auch plus deklarieren. Ne? Und diese Summe bekommen Sie auf Ihr Hausbankkonto, welches Sie im Auszahlungsformular eingeben. Aha, und Ja. da muss ich nicht Ja. vorher irgendwas überweisen oder so. Nein, Sie brauchen natürlich, Sie meinen etwas zu bezahlen, Ja. oder? Nein, Sie brauchen gar nichts zu bezahlen. Die Kommissionen von dieser Summe sind schon abgezogen. Ja, was diese Summe, was ich Ihnen genannt habe, das ist Ihre Nettogewinne auf dem Finanzmarkt. Aha. Und das kann nichts anderes als eine Lüge sein, denn ich habe nie irgendwas bei so einer komischen Firma eingezahlt und demzufolge kann da auch einfach kein Geld sein, was sie mir jetzt auszahlen wollen. Und das macht alles gar keinen Sinn in dem Gespräch. Außerdem habe ich ja hier immer wieder durchblicken lassen, wie zum Beispiel, haben sie aber schön sich ausgedacht und so weiter. Ja, also eigentlich habe ich ihm ja schon gesagt, dass ich ja kein Stück glaube von dem, was er mir hier erzählt. Und naja. Weiß ich nicht, in welche Richtung das Gespräch hier noch rutschen soll. Aber unterm Strich, tja, es ist nichts anderes als Betrug. Wohin der Betrug geht und was der Betrug eigentlich letztendlich am unterm Strich sollte, kann ich euch noch nicht so wirklich sagen. Ich weiß es selbst nicht. Ich höre ja, wenn ich die O-Töne mache, die Videos selber immer und schneide die O-Töne dann einfach mittendrin rein. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Und das wird mir dann einfach überwiesen. Wissen Sie, zuerst werden Sie diese Summe auf Ihr Kryptobankkonto erhalten, weil diese Summe ist in Bitcoins, ja, und normale Banken akzeptieren keine Kryptowährungen, ja. Wenn Sie es auf Ihr Kryptobank bekommen, dann können Sie diese Bitcoins in Euros umtauschen, ja, und auf Ihr Hausbankkonto danach überweisen. Aha. Und warum muss ich das umtauschen? Also Sie können auch Bitcoin, ja, Bitcoins haben, nicht umtauschen oder so etwas, aber das folgt danach. Wenn Sie diese Summe in Bitcoins auf Ihr Kryptobank bekommen, ja, dann können Sie auch selber mit Bitcoin handeln oder, ja, wissen Sie, auf Ihr Hausbank überweisen, es in Euros umtauschen und so auf Ihr Hausbank überweisen. Wissen Sie, das ist Ihre Summe, Sie entscheiden selbst, was Sie mit dieser Summe machen, natürlich. Ja, die E-Mail ist aber noch nicht da. Nein, ich soll das auch schreiben, Herr Steiner. Nach unserem Gespräch, innerhalb von 10 Minuten werden Sie es haben. Und warum nicht während unseres Gesprächs? Okay, dann warten Sie an der Leitung, ja. Ja. Es braucht für mich 5 Minuten nicht mehr, Ja. Ihnen E-Mail zu senden, okay. Ja. Okay, Moment. Ich werde das an Sie senden. Okay.
Herr Steiner, Sie Ja. sind noch da? Ja, ich habe das schon gesendet. Sie können Ihre E-Mail aktualisieren, ne, Ihr Posteingang, ja, und mein E-Mail werden Sie in ein paar Sekunden schon haben. Ich guck mal. Okay. Noch nicht da. Abwarten wir. Normalerweise, das braucht ein paar Sekunden. Ja. Können Sie für mich Ihre E-Mail durchlesen? Nee. Bescheid zu wissen. Okay, dann ich werde Ihnen das durchlesen, ob ich Ihre korrekte E-Mail hier habe, ja? Ja. Okay, es ist 03 94 Ja. 15 Ja. 59 Ja. 28 Ja. 74 Ja. Zeichen. Ja. Dann kommt, ich werde das buchstabieren. Dann Hm. kommt Martha Dora. Zweimal Cäsar, Cäsar, Cäsar. Friedrich. Ja. Ulrike. Nordpol. Punkt. Dora. Emil. Die ist richtig. Okay. Und haben Sie gute Internetverbindung? Ja. Aber das sollen Sie es erhalten, ne? Das kommt an, ja. Andere Sachen kommen ja auch an. Schauen Sie mal. Sie haben ein E-Mail von Dominique Mercier gekriegt. Nee, noch nicht. Korrekt? Ist noch nicht da. Von Blockchain. Nee, ist nix da. Nix Okay, ich gekommen. versuche dann noch einmal. Okay, habe ich nochmal gesendet. Ja, ich aktualisiere mal. Nee, ist noch nichts da. Wenn ich Ihre korrekte E-Mail habe, das habe ich durchgelesen, das wissen Sie Bescheid, ne? Dann bekommen Sie es auf jeden Fall. Das kann sein, dass Sie haben ein bisschen schlechte Internetverbindung Nee. und es wird ein bisschen dauern. Hab keine schlechte Internetverbindung. Nein. Weil wissen Sie, ich sende ja mehrmals E-Mails jeden Tag und viele E-Mails. Okay, abwarten wir, kein Problem. Noch nichts angekommen? Nee, ist nix da. Ich habe auch schon beim Spahn geguckt. Aber der Spahn hat auch nix. Ich verstehe nicht, wo liegt das Problem jetzt. Ja, warum bekommen Sie keine E-Mails von meiner Seite? Das weiß ich auch nicht. Vielleicht haben Sie andere E-Mail? Nee. Vor allem soll es ja hier um den Betrug nach dem Betrug gehen. Das heißt, solche Anrufe bekommt man wahrscheinlich immer dann, wenn man sich schon mal bei solchen Firmen gemeldet hat und die eigentlich einen schon ja ausgenommen haben wie eine Weihnachtsgans. Und hinterher stellt man dann fest, ja, das Geld ist weg. So. Und dann rufen irgendwann die hier nochmal an und sagen einem dann, man hätte Geld auf dem Finanzmarkt erwirtschaftet. Und jetzt ist es mit der Auszahlung soweit. Letztendlich geht es hier aber einfach weiter nur wieder um Betrug, um nichts anderes. Ja, normalerweise die Menschen haben gmail.com, outlook.com, gmx.com, wissen Sie, gmx.de und so weiter und so fort. Solche Endungen in E-Mails, ja. Solche mdccfan.de habe ich erstes Mal gesehen, ehrlich zu sagen. Und wie heißt der Absender der E-Mail-Adresse? Blockchain, Hm. Zeichen, Auszahlungsabteilung.com. Habe ich noch nicht da. Ist nicht da. Ich suche mal danach, aber ist nichts da. Komisch. Ja, finde ich auch. Können Sie, Herr Steiner, wir können so etwas machen. Können Sie an mich ein E-Mail senden, einfach, dann schreiben Sie Hallo oder so etwas oder Punkt, einfach, damit ich Ihre E-Mail kriege oder nicht, damit wir es überprüfen können, Das kann ja. ich machen, ja. Und als Antwort kann ich nochmal Ihnen ein E-Mail senden. Ja.
Soll ich mein E-Mail Ihnen buchstabieren? Ja. Okay, fangen wir an. Es ist B wie Bertha. Ja. Ludwig. Ja. Otto. Ja. Cäsar. Ja. Kaufmann. Ja. Cäsar. Ja. Heinrich. Ja. Anton. Ja. Ida. Ja. Nordpol. Hm. Edzeichen. Ja. Anton. Ja. Ulrich. Hm. Siegfried. Hm. Zeppelin. Hm. Anton. Hm. Heinrich. Hm. Ludwig. Hm. Udo. Hm. Nordpol. Hm. Gustav. Hm. Siegfried. Hm. Bindestrich, Minuszeichen. Ja. Anton. Ja. Bertha. Ja. Theodor. Ja. Emil. Also ab. Und dann, ja, habe ich. Hm. Ida. Ja. Ludwig. Ja. Ulrich. Hm. Nordpol. Hm. Gustav. Hm. Punkt. Ja. Cäsar. Jetzt ist kaputt. Moment. .com, ja? .com, genau. Hab geschickt. Okay. Also, habe ich erhalten. Ja. Aber... Herr Steiner, Sie haben, wissen Sie, ich hätte nicht korrekte E-Mail, aber weil ich habe die Ziffer diktiert. Ja, ja, ist ja richtig. Aber Ihre aktuelle E-Mail-Adresse, wie ich jetzt sehe, lautet gerold.steiner statt Ziffern, @mdccfan.de. Ja, das ist auch richtig, ja, das habe ich da beides drin. Ach so, das heißt, ich brauche hier in meinem System Gerold Fuchs Steiner zu eingeben, ja? Für die andere geht auch. Okay. Moment, ich probiere. Okay, habe schon gesendet. Ich hoffe, dass das klappen wird. Schauen wir mal. Ist noch nicht da. Mein Gott. Wieso? Ja, weiß ich nicht. Okay, aktualisieren Sie Ihre E-Mail noch einmal. Hm. Ich verstehe nicht, warum Sie mein E-Mail nicht kriegen. Ja, weiß ich auch nicht. Ist noch nichts angekommen. Wissen Sie, Herr Steiner, was können wir machen? Ja, ich kann, wissen Sie, in einer Stunde anrufen. Ja, schauen wir mal, ob Sie meine E-Mails erhalten haben oder nicht, ne? Okay? Nee. Was heißt denn, soll ich an der Leitung warten? Ja. Was meinen Sie? Okay. Dann bin ich ja mit Ihnen. Warten wir zusammen. Ja. Herr Steiner, was machen Sie beruflich, wenn ich fragen darf? Was ich beruflich mache? Ja. Warum wollen Sie denn das wissen? Nein, wissen Sie, ich wollte nur ein Gespräch durchführen. Wir sind so an der Leitung und nichts sagen miteinander, wissen Sie. Ach so. Ja, wenn Sie nicht wünschen, dass, dann können Sie diese Frage nicht beantworten. Ja, ich will nur freundlich zu Ihnen sein. Mhm. Am besten hat mir hier gefallen, er möchte ja nur freundlich sein. Tja, dass es hier eigentlich um Betrug geht. Ist ihm wohl zwischendrin entfallen? Ich weiß es nicht, aber naja, was soll dieses Theater hier am Telefon jetzt überhaupt für einen Grund haben? Also irgendwie blicke ich da gar nicht durch, was er überhaupt von mir will. Letztendlich ist das hier alles Quatsch, was da am Telefon passiert. Wir lassen uns jede Menge Zeit und naja, die Uhr, die tickt und tickt und tickt und naja, so ist das eben, ne? Auf jeden Fall. Was, wie gesagt, ihr hört das hier vielleicht ab und zu mal dazwischen. Er will ja Smalltalk damit einbauen, damit überhaupt irgendwas in der Leitung gesprochen wird. Was hier halt, wie gesagt, rausgeschnitten ist, sind die ganz langen Sprechpausen. Die bekommt ihr hier weniger mit. Ja, sonst hätten wir hier, glaube ich, das Doppelte und Dreifache an Länge von diesem Telefonat. Schauen Sie mal, noch einmal. Ja, nee, ist noch nicht da. Okay. Herr Steiner, wenn Sie diese Summe auszahlen lassen, besitzen Sie Kryptobank
damit sie diese Summe zuerst auf ihr Kryptobank erhalten können. Ein Krypto-Wallet habe ich ja. Beim Coinbase sieht man da vielleicht, oder? Nee. Welche Kryptobank Sie besitzen, das ist meine Frage. Wieso Bank? Ich habe doch nur ein Krypto-Wallet. Krypto-Wallet beim? Was? Sie besitzen Krypto-Wallet, aber Sie haben sich doch auf dem Krypto-Bank sich registriert, oder? Nee. Vielleicht Swissborg oder nee, irgendwas mit Coinbase. Coin, irgendwas, keine Ahnung, wie das heißt. Und wenn Sie nur Krypto-Wallet besitzen, wissen Sie, dann können Sie diese, wie können Sie diese Kryptowährungen, was Sie erhalten, in Euros umtauschen? Sie brauchen doch offizielle Kryptobank unter Ihrem Namen. Das kann ich bei MoonPay machen. MoonPay? Mhm. Also, okay. Wenn Sie selbst wissen, nicht keine meine Hilfe brauchen, okay. Ja. Okay, dann sende ich noch eine E-Mail an Sie. Ja. Schauen Sie bitte nach. Ja, ist noch nicht da. Mein Gott. Weiß ich nicht, warum nicht. Vielleicht soll ich mal nochmal nach Ihrer E-Mail-Adresse gucken. Wie die bei, vielleicht ist das irgendwo zwischen. Wissen Sie, ich habe letztes E-Mail an gerold.steiner@mdccfan.de gesendet, ja. Und wie heißt der Absender? Blockchain. Appzeichen Auszahlungs-Abteilung.com. Ach, ja, da war ja was. Gucken wir mal. Ups. Mal gucken. Nö, ist nur was anderes alles gekommen, aber von innen ist noch nichts da. Ich weiß nicht, wo liegt das Problem, weil, wissen Sie, per E-Mail, ich kommuniziere mit vielen meinen Kunden, wer unter meinem Portfolio ist, ja, ohne Probleme, eigentlich. Ja. Vielleicht, wenn ich sende dieses Formular als PDF-File, vielleicht akzeptiert Ihre E-Mail keine PDF-Files? Weiß ich nicht, vielleicht. Okay, dann probiere ich, ich sende an Sie nur Hallo, ja, solches E-Mail. Wenn es kommt, dann ja. Wissen wir sich Bescheid, Moment. Hm. Ich sende jetzt an Sie nur Hallo, okay? Ist angekommen. Ich guck mal. Von Leonardo ist was gekommen. Nein, ich bin kein Leonardo. Dann ist das auch falsch. Okay, vielleicht im Spam nachschauen, vielleicht ist es dort gelandet. Kann ich mal gucken. Gucken Sie mal. Nichts. Nee. Ist noch nichts da. Herr Steiner. Ja. Schauen Sie mal. Sie bekommen keine E-Mails von meiner Seite. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, wo liegt das Problem, ja. Weil, wie ich Ihnen schon gesagt habe, ich kommuniziere mit vielen Menschen per E-Mail täglich, ne? Aha. Und es gibt keine Probleme hier. Ich habe Ihre E-Mail auch erhalten. Warum Sie erhalten meine E-Mails nicht? Weiß ich nicht. Das verstehe ich nicht, ja. Und genau deswegen, Herr Steiner, ja, wir telefonieren schon seit 45 Minuten, ja. Ja. Andere Kunden, ja, warten an mich auch, ja. Was hier gerade auffällt, dass wir schon seit 45 Minuten telefonieren. Das Video geht noch nicht so lange, wie gesagt, die Pausen sind hier rausgeschnitten. Aber eins kann ich euch versprechen, das Telefonat, das geht noch viel, 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 viel länger. Denn insgesamt haben wir mit dem netten Herrn hier fast 3 Stunden am Telefon verbracht, tatsächlich. Einfach nur Wahnsinn. Aber gut, umso mehr Zeit wir von den Betrügern klauen können, umso weniger Zeit können sie von euch nehmen und euch in der Zeit bescheißen. Das ist eigentlich das Hauptziel von dem Kanal. Und außerdem, nicht nur, dass die hier nichts verdienen, die haben auch die ganze Zeit Geld ausgegeben. Denn der Mitarbeiter, der will in der Zeit sicherlich auch weiter sein Geld verdienen und kriegt sicherlich auch sein Gehalt. Vermute ich zumindest. Es gibt sicherlich auch Callcenter, die noch betrügerischer arbeiten und auch die Mitarbeiter noch komplett ausbeuten und nur auf Provisionsbasis arbeiten. Das mag es sicherlich auch geben. Deswegen, ja, melde ich mich, machen wir so, in 35 Minuten. Nee. Okay. Warum nicht?
Nee, na, weil ich wollte ja bloß deine Zeit verplempern. Okay, dann wann können wir miteinander telefonieren? Und hier an dieser Stelle muss man sich tatsächlich einfach nur noch fragen, was das Gespräch jetzt noch bringen soll. An Intelligenz, tja, das scheint hier definitiv bei diesem tollen Menschen Mangelware zu sein. Denn, naja, er ist immer noch dran und er will mit uns weiter telefonieren. Und wie gesagt, wir haben jetzt schon laut dem netten Betrüger 45 Minuten rum. Tja, das Gespräch geht aber noch 2 Stunden. Weiß ich nicht, was der hier eigentlich noch an der Strippe zu versuchen scheint, aber er bleibt hartnäckig und wir lassen ihn einfach mal machen. Herr Steiner. Mit Intelligenz ist nicht so, ne? Ist nicht so deins. Tja. Ich wissen Sie, ich kann an der Leitung warten, es ist kein Problem, ja. Ja. Herr Steiner, es ist überhaupt kein Problem, ja. Ja. Sie sind meine Kunde, Sie sind unter meinem Portfolio, ja. Ja. Ich bin verantwortlich für Ihre Auszahlung, ne? Ja. Und ich mache meinen Job professionell, ja. Genau deswegen, ich kann an der Leitung warten, ja. Wenn Ja, dann warten wir. es für, ist das für Sie okay? Ja, wir warten. Ja, frag nicht nach Sonnenschein. Der will jetzt wirklich noch an der Leitung bleiben und noch ein bisschen mit uns warten. Okay, dann tun wir ihm den Gefallen. Also wenn er so höflich danach fragt, von uns beschissen zu werden, obwohl ich es ihm die ganze Zeit schon sage, dass das Gespräch hier keinen Sinn macht. Tja, was wollen wir eigentlich dazu noch sagen? Also, ja, unintelligenter geht's ja in der Tat tatsächlich nicht mehr. Aber gut, wenn er das gerne so möchte, dann kann er das von uns bekommen. Und so vergeht das Gespräch eben weiter und weiter und weiter und naja, wir schauen mal, was da noch so von der tollen professionellen Intelligenzbestie kommt. Okay, warten wir mal. Okay, Herr Steiner, dann wissen Sie, was können wir machen? Ja. Was denn? Hallo? Ja, hallo? Ja, wenn Sie, wissen Sie, damit ich mich besser orientieren kann und Ihnen besser dabei helfen kann, ne? Ja. Vielleicht besitzen Sie solche Verbindungsprogramm im Was ist das? Computer. Das heißt Anidesk, ja? Und mal wieder für alle neuen Zuschauer, die frisch und jungfräulich mit dabei sind, Anydesk. Sowie auch TeamViewer, VNC und Remote Desktop und da gibt es sicherlich noch ganz viel andere Software, benutzt diese Software nicht. Auf keinen Fall in Verbindung mit fremden Menschen. Wenn ihr das privat für euch benutzen wollt, die Programme sind kostenlos, könnt ihr gerne tun. Zur Erklärung: Remote Desktop Software wie Anydesk und so weiter sind nichts anderes als Fernwartungsprogramme für euren Computer. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr einen anderen Computer an einem anderen Standort von Deutschland besitzt und euer Computer zu Hause läuft, könnt ihr eben den Bildschirm von dem Computer sehen, der eben entfernt ist, ne? Also der Rechner, der bei euch zu Hause steht. Da kann man auch mit dem Handy drauf zugreifen, mit dem Tablet, ganz bequem. Man kann den ganzen Computer steuern, auf alle Ordner zugreifen, sich Dateien runterladen. Ja, und alles, was ihr sonst so tut, als würdet ihr vor dem Computer davor sitzen, all das könnt ihr problemlos aus der Ferne tun. Wenn ihr allerdings die Login-Daten preisgebt, können das auch andere Menschen tun. Grundsätzlich ist es auch dafür gedacht, dass man eben ja aus der Ferne den Computer ja helfen, steuern kann, ne? Also wenn man euch helfen möchte, dafür ist das alles okay, allerdings nur, wenn ihr diese Person auch kennt. Nicht wildfremde Menschen, denn die können eine ganze Menge Unfug auf eurem Computer machen. Mit Hilfe dieses Programms kann ich Bildschirm Ihres Computers sehen, ne? Ja, mit dem Bildschirm können Sie mit mir mitteilen, ja? Ja. Und schauen wir mal zusammen. Ja. Okay. Haben Sie solches Programm Anidesk in Ihrem PC? Nee. Okay. Können Sie es herunterladen? Wie macht man das? Öffnen Sie neue Fenster im Internetbrowser. Soll ich mein Fenster aufmachen? Fenster, genau. Ja. Okay, und im Suchfeld geben Sie bitte www. Das heißt dreimal Wilhelm und Punkt. Wie soll ich das ans Fenster schreiben oder wie? Nein, im Suchfeld. Welches Suchfeld? Mein Fenster hat kein Suchfeld. Aber da unten steht doch Suchfeld im Internet. Nee, da unten ist die Einkaufsstraße.
Wissen Sie, wenn Sie, Sie haben doch Internetbrowser, vielleicht Mozilla Firefox Ach, Sie haben meinen Sie den oder Browser, Google ja. Chrome. Ich dachte, ich soll mein Fenster Browser, genau, aufmachen. wissen Sie. Wieso Fenster? Ja, haben Sie doch gesagt, ich soll mein Fenster aufmachen. Okay. Ja, so nennt man das, ja, im Internetbrowser, Ach das heißt auch so. Fenster. Wenn Sie Ihren Internetbrowser öffnen, sagen Sie mir Bescheid, ne? Habe ich gemacht. Okay. Dann jetzt haben Sie auf jeden Fall Suchfeld dort, ne? Ja, da habe ich Gockel. Okay, dann im Suchfeld geben Sie www. dreimal Wilhelm. Ja. Anton Ja. Nordpol Ja. Y Ja. Dora Ja. Emil Ja. Siegfried Ja. Kaufmann. Ja. Also nicht Kaufmann, sondern K wie Kaufmann. Sie brauchen nur K zu eingeben, ja? Also K wie Kaufmann soll ich schreiben. Nein, nur K. Okay, löschen Sie alles. Ach so, ja. Was? Okay. Dann am Anfang www. dreimal W. Dann kommt A N Ja. Y D Ja. E Ja. S K Ja. Punkt C Ja. O M. Ja. Okay. Sie haben auch im Suchfeld www.anides.com, korrekt? Ja. Okay, ja. Jetzt gehen wir an diese Webseite. Also soll ich Enter drücken? Genau. Ja, jetzt bin ich bei den Google-Suchergebnissen. Okay, sehen Sie irgendwo Anidesk Remote Desktop? Ja, klicken Sie bitte darauf. Ja. Okay. Und jetzt sind Sie jetzt an Anides Hauptwebseite weitergeleitet sein, ne? Weiß ich nicht. Genau, sehen Sie jetzt irgendwo Free Download Nee. oder Herunterladen? Herunterladen, ja. Genau, klicken Sie bitte darauf. Ja. Einmal. Und jetzt ganz unten auf die linke Seite haben Sie solche kleine Fenster Anides.exe bekommen, ne? Auf Ihrem Bildschirm. Ja? Ja. Öffnen Sie bitte diese Fenster. Geht nicht. Kaputt. Dort hat es eine Pfeile. Wo ist eine Pfeile? Dort im Po ganz unten auf die linke Seite steht doch anidesk.exe. Nee. Ja? Geht nicht, ist Dann, kaputt. wenn Sie an Herunterladen Hab ich doch angeklickt schon. haben. Ja. Okay, dann öffnen Sie es. Dort hat es eine Pfeile, danach brauchen Sie öffnen zu auswählen. Ja, ist kaputt. Was heißt kaputt? Weiß ich nicht, kaputt. Da steht kaputt. Bei Ihnen steht kaputt? Ja. Nein, wir brauchen dieses Programm auf jeden Fall, diese Sache zu beenden, ne? Ja. Okay, dann wissen Sie, was können wir machen, Herr Steiner? Nee, weiß ich nicht. Sie besitzen eine Crypto-Wallet, korrekt? Ja. Diese Wallet muss auf jeden Fall Bitcoin-Wallet sein, weil Sie werden diese Summe in Bitcoins erhalten. Ja, passt da drauf, ja. Ja, haben Sie Bitcoin-Wallet, ne? Ja. Okay, dann machen wir so, ich werde unsere Rechtsabteilung kontaktieren, gerade, okay? Ja, ich warte so Ja? lange. Okay. Und Ihre Sache klären sozusagen, okay? Ja, ich bleibe so lange in der Ich Leitung. werde, ja. Okay, warten Sie an der Leitung, nicht auflegen, ja. Ja. Ich werde kontaktieren, das wird ja ungefähr 5 oder 10 Minuten brauchen. Ja. Ja, okay. Und danach dann bestätigen wir Ihre Bitcoin-Wallet dann und ja, was wir bestätigen, ja, werden Sie in diesem Bitcoin-Wallet diese Bitcoins erhalten, Ihre Auszahlungssumme dann, okay? Ja. Okay, dann warten Sie bitte an der Leitung. Ich komme zurück in 5 oder in 10 Minuten maximal. Ja, Okay? ja. Okay, bis dann. Moment. Ja, ich Warten Sie warte. an der Leitung. Aber nicht auflegen.
Okay, Herr Steiner. Sind Ja, Sie noch da? ich bin noch am Apparat. Okay, ich habe diese Sache. Ja, sind Sie noch da, ne? Ja, Herr natürlich Gemetz. bin ich noch dran, ja. Irgendwie verstehe ich den Typen nicht. Gerade also das hier schon wieder. Ich sag noch, ja, ich bin da und er fragt nochmal nach, obwohl er die Antwort ja verstanden hat. Und was mir hier auch in diesem gesamten Gespräch extremst aufgefallen ist, der spricht gar nicht mal so schlecht Deutsch. Ich meine, klar, Kakerlake ist es auf jeden Fall, also ne, so eine Mischung aus Deutsch und keine Ahnung, wo der herkommt. Aber warum versteht er gar nicht so richtig, was ich sage? Das leuchtet mir überhaupt nicht ein. Ich meine, wenn ich flüssig Deutsch sprechen kann, mehr oder weniger, mit einem Akzent, dann kann ich doch auch Deutsch verstehen. Oder nicht? Oder ist das nur ein Denkfehler von mir? Ich weiß es nicht. Ich meine, verrückt. Er versucht hier die ganze Zeit weiterzumachen und immer wenn ich ihm aber auch irgendwas vollkommen falsch antworte, ja, er macht einfach weiter in seinem Programm. Ihr habt es ja auch mitbekommen. Ich habe ja nun zwischendrin auch schon mehrmals gesagt, dass wir das Gespräch hier mehr oder weniger eigentlich sein lassen können. Und das wird ja auch im Verlauf des Gesprächs immer mal wieder immer deutlicher. Und er begreift es nicht. Er macht einfach immer weiter in seinem Programm. Ja, und mit seinem Programm Anydesk hier. Einfach nur Wahnsinn. Ich weiß nicht, wozu man eine Remote-Desktop-Software braucht, damit man Geld überwiesen bekommt. Eigentlich muss ich ihm doch nur meine Kontodaten sagen, er drückt auf Senden und das Thema ist erledigt, oder nicht? Und normalerweise, wenn man jetzt hier von größeren Auszahlungen spricht, ja, oder überhaupt über irgendwelche Zahlungen spricht, dann wäre es ja vielleicht auch ganz intelligent, das Ganze schriftlich zu lösen. Weil, ja, irgendwie muss man ja auch sicher sein, dass der Kunde ist. Und ja, ich meine, bei Geld hört halt auch die Freundschaft auf, ne? Ich weiß es wirklich bis heute nicht, wo dieser Betrug hier hinführen sollte. Einfach nur absolut suspekt. Aber gut, hören wir mal weiter. Ich höre Ihnen zu. Okay, sehr gut. Ja, ich bedanke mich, dass Sie gewartet haben, ne? Und ich habe Ihre Sache sozusagen geklärt. Ja. Und unsere Rechtsabteilung informiert, dass Sie besitzen Bitcoin-Wallet, deswegen können Sie sofort diese Bitcoins erhalten, ja? In Höhe von mehr als 35.000 Euros. Okay, auf Ihrem Bitcoin-Wallet. Ja. Okay, machen wir so. Okay. Ja, schauen Sie mal, ja, damit Ihre sozusagen Bitcoin Wallet, verbunden wird mit Ihrer Auszahlungssumme, damit Sie es verbunden, ich werde Ihnen sozusagen diktieren, Ihre Auszahlungsnummer, Auszahlungswallet, okay, für diese Bitcoins, ja, und damit Sie Ihre Bitcoin-Wallet mit Auszahlungswallet, ja, verbinden, okay? Ja. Ja, Sie brauchen, wissen Sie, die Moment, das zu bestätigen, sozusagen, Ihre Nummer. Können Sie es aufschreiben? Ich werde Ihnen Ihre Auszahlungsnummer diktieren. Ja, Ihre Auszahlungs-Bitcoin-Wallet. kann ich ja, aufschreiben, ja. wo Sie diese Summe haben. Okay, sind Sie bereit? Ja. Okay, es ist der B. Ein B. Ja, Bertha. Ja. Dann EB. C. Ja. 1. Ja. Q. Ein Q. Genau. Z. Ein Z. Genau. Danach kommt E. Ein E. Danach kommt 9. Eine 9. Genau. Danach kommt 4. Eine 4. Genau. Danach kommt A. Ein A. P. Ein P. Ja, W. Ein was? W. Also ein W, Genau. 3. Eine 3. Ja, danach kommt Z. Ein Z. Ja. E. Ein E. Genau. R. Ein R. Genau. Danach kommt 7. Eine 7. Ja. Y. Ja. Und dann? Haben Sie U eingegeben? Ach so, ein U kommt da noch. Nee, jetzt ja. Nach dem Y kommt U. Ja, 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 haben Sie es schon. ja. Danach kommt 9. Eine 9. Genau. Danach kommt H. Ein H. Genau. Danach kommt N.
Ein N. Genau. Danach kommt C. Ein C. Ja. Dann T. Ein T. Genau. 5. Eine 5. 3. Eine 3. Ja, dann kommt Q. Ein Q. Genau. Danach kommt 0. Eine 0. Danach kommt C. Ein C. Genau. Okay, Moment. Wo war ich? Moment, Moment. Moment, bitte. Danach kommt I. Moment, ein I. Großgeschriebene. Moment, ein I, ja. Ja. Danach kommt 8. Eine 8. Genau. J. Hab ich. 2. Eine 2, ja. Genau. R. Ein R. Ja, noch einmal R. Ja. 6. Eine 6. Genau. 4. Eine 4. Genau. S. Ein S. Danach kommt C. Ein C. Genau. Danach kommt 3. Eine 3. Genau. N. Ein N, ja. N. Genau. Danach kommt 6. Eine 6. Genau. Und danach kommt M. Ein M. Okay. Jetzt warten Sie kurz. Okay, Herr Steiner, schauen Sie mal, können Sie mir diese Nummer, Ihre Ausgangsnummer, wo liegt Ihre Summe, durchlesen, damit Bescheid zu wissen, damit Sie es korrekt eingeschrieben ja, haben. Die lange Nummer soll ich nochmal vorlesen. Genau. Ja, ein B, ein C, eine 1, ein Q, ein Z, ein E, eine 9, eine 4, ein A, ein P, ein W, eine 3, ein Z, ein E, ein R, eine 7, ein Y, ein U, eine 9, ein H, ein N, ein C, ein T. Und dann haben wir eine 5, eine 3, ein Q, eine 0, ein C, ein I, eine 8, ein... Nein. Schauen Sie mal. Nach dem 0 kommt C. Ja. Hab ich. Und nach dem kommt statt I kommt L. Ein L, Moment. Hab ich, ja. L. Dann kommt eine 8, ein J. Ja. Eine 2, ein R, noch ein R. Dann eine 6, eine 4, ein S, ein C, eine 3, ein N, eine 6 und ein M. Okay. Ja, lesen Sie durch noch einmal. Ja. Die ganze Nummer? Und das war's. Ja, das ist also ein B, ein C, eine 1, ein Q, ein Z, ein E, eine 9, eine 4, ein A, ein P, ein W, eine 3, ein Z, ein E, ein R, eine 7, ein Y, ein U, eine 9, ein H, ein N, ein C, ein T, eine 5, eine 3, ein Q, eine 0, ein C, ein L, eine 8, ein J, eine 2, ein R, noch ein R, eine 6, eine 4, ein S, ein C, 3, ein N, eine 6 und ein M. Genau, das haben Sie korrekt, ja? Ja. Jetzt wissen Sie, was brauchen Sie zu machen, ja? Damit Ihre Auszahlungssumme auf Ihre persönlichen, sozusagen, Bitcoin Wallet zu bekommen von dieser Nummer, was ich Ihnen diktiert habe, ja, natürlich brauchen Sie Ihre Bitcoin Wallet mit diesem Bitcoin Wallet zu verbinden, ja? Okay? Ja. Ja, haben Sie es verstanden, ja? Nee. Unter Ihre sozusagen diese Wallet, was ich Ihnen diktiert habe, ja, sind die Bitcoins Ihre Auszahlungssumme. Ja, ich werde Ihnen Bescheid sagen, wie viel Bitcoins sind da auf, ja? Ja, schön, dass er damit mal, mal über den Tisch rückt, ne? Was wir da so auf dem Konto überhaupt drauf haben. Ich meine, das Telefonat geht ja in der Originalversion schon weit über eine Stunde. Und
Der erzählt mir erst jetzt, wie viel Geld ich angeblich auf dem Konto habe. Da stellt sich die Frage, welcher normale Mensch ist bis jetzt so lange am Telefon geblieben? Ich glaube wohl die allerwenigsten. Denn, naja, das kann man sich eigentlich gar nicht antun. Aber, naja, so ist halt unsere verrückte Welt, ne? Das, naja, gut. Aber jetzt kommen wir so langsam in die Richtung, wo es komisch wird. Warum muss ich mein Krypto-Wallet mit deren Krypto-Wallet verbinden? Das ist absoluter Blödsinn. Denn ein Krypto-Wallet miteinander zu verbinden, geht gar nicht. Das Einzige, was man machen kann, man kann von Krypto-Wallet A auf Krypto-Wallet B Geld übertragen. Das ist der Sinn. Und naja, im Prinzip hat er ja eigentlich ganz am Anfang des Gesprächs gesagt, dass ich nichts zu bezahlen habe. Und auch kein Geld von mir zu ihm transferieren muss. Also was soll das jetzt mit Krypto-Wallet verbinden? Ich steige da nicht durch, was die von einem wollen. Also das ist so unübersichtlich. Und ja, also es gibt doch gar keinen Sinn, was die von... Das ganze Gespräch eigentlich überhaupt nicht. Aber gut, das kennen wir ja hier aus den Videos. Es ist 1,12 Bitcoin, ne? Ja, ein Bitcoin kostet 31.000 Euro, ja, mehr als 31.000 Euro. Und sie haben hier in dieser Wallet 1,5, das heißt mehr als 35.000 Euro, ja? Ja. Mit dem offiziellen Kurs in Bitcoins, ja? Ja. Schauen Sie mal, damit Sie sozusagen Ihre Bitcoin, Ihre persönliche Wallet mit diesem Wallet zu verbinden, ja? Sie brauchen, ja, schauen Sie mal, eine kleine sozusagen Verbindungstransaktion zu tätigen in Höhe 0,04 Bitcoins, ja? Und in ein paar Sekunden werden Sie Ihren 0,04 Bitcoins plus 1,12 Bitcoins in Höhe von mehr als 35.000 Euro, ja, auf Ihrem persönlichen Bitcoin-Wallet-Adresse erhalten, ja. Danach können Sie es auf Ihr Hausbank überweisen oder es in Bitcoins halten. Das ist natürlich folgt nach Ihrer Entscheidung, ne? Ja. Weil das Ihre Bitcoins sind, ne? Ja. Okay? Ja, ich werde an der Leitung warten, wenn Sie es wünschen. Ja. Ja. Verbinden Sie bitte Ihre persönliche Bitcoin-Wallet mit dieser Bitcoin-Wallet für die Auszahlung, wo Ihre Auszahlungssumme steht, ja. Und in ein paar Sekunden bekommen Sie 1,12 Bitcoins, ja. In Höhe von, ich werde Ihnen Bescheid sagen, mit offiziellen Kurs, das ist 35.233 Euro und 95 Cent. Ja, kann ich Ihnen nicht einfach meine Bitcoin-Adresse geben und Sie überweisen mir das Geld? Nein, wissen Sie, so funktioniert nicht die Auszahlung, ja. Sie brauchen es von Ihrer Seite sozusagen zu verbinden, ja. Ich habe Ihnen gegeben die Wallet-Adresse, wo stehen Ihre Bitcoins, ja, Ihre Summe, Ihre Auszahlungswallet sozusagen, ja. Da soll ich jetzt Geld drauf überweisen. Wie bitte? Da soll ich jetzt Geld drauf überweisen. Nein. Das, nee. Wissen Sie, das Geld liegt schon unter dieser Wallet, was ich Ihnen genannt habe, ja? Ja. Verstehen Sie? Dann habe ich das genau nicht verstanden. Genau deswegen, damit wir es mit dieser Wallet verbinden, schauen Sie mal, wie funktioniert das, ja? Sie haben Ihre persönliche Bitcoin-Wallet und jetzt haben Sie auch Ihre Auszahlungswallet, wo Ihre Auszahlungssumme steht in Bitcoins, ne? Genau. Ihre persönliche soweit haben Sie es verstanden, ne? Nee. Sie haben doch Ihre persönliche Bitcoin-Wallet-Adresse. Ja. Ja, genau. Jetzt haben Sie schon auch, was Sie von meiner Seite gekriegt haben, Ihre persönliche, ja, Auszahlungs-Wallet-Adresse. Ja. Was Sie auf dem Blockchain haben. Und wo stehen, wo liegen Ihre Bitcoins? Also was haben wir vom Prinzip versucht zu erklären? Ich habe bei denen ein Krypto-Wallet, ich besitze ja ein eigenes Krypto-Wallet und jetzt soll ich von meinem eigenen Krypto-Wallet auf mein Krypto-Wallet bei denen Geld überweisen, damit die dann mein Geld, was ich da drauf überwiesen habe, plus das, was ich angeblich an Gewinn habe, wieder zurück auf mein Krypto-Wallet überwiesen wird. Ja, und wozu überweise ich dann Geld? Verstehe ich nicht. Selbst wenn da irgendwelche Gebühren wären, dann könnte man die ja von dem Gewinn direkt abziehen. Würde jede normale Firma höchstwahrscheinlich so in Deutschland auch machen. Aber
Warum das jetzt hier so ein Theater? Ich meine, uns ist klar, das Ganze soll hier Betrug sein und die wollen dann unsere Kohle. Und wenn ich 0,4 Bitcoin überweise, der Preis schwankt natürlich immer mal wieder jeden Tag, so wie der Bitcoin-Kurs gerade steht, aber letztendlich wollen die jetzt von mir Geld haben, damit ich mein angebliches Geld zurückbekomme. Das ist ja komplett hohl und sinnlos. Das macht keinen Sinn. Macht sowas auf keinen Fall. Überweist denen kein Geld, weil ihr bekommt von denen kein Geld. Und, naja, ich habe hier auch kein Geld. Das Ganze ist nichts anderes als sinnloser Betrug. Naja, und die wollen eure Kohle haben. Mehr steckt da nicht dahinter. Und das Schlimme ist, wenn ihr da mit Bitcoin Geld eingezahlt habt, ihr seht eure Kohle nie wieder. Man kann die Kohle auch nicht mehr zurückverfolgen. Denn Kryptowallets, ja, die sind einfach nicht zurückverfolgbar. Wenn das überwiesen ist, das Geld, dann ist es weg. Naja, nicht ganz weg. Jemand anderes hat das Geld, aber ihr werdet das Geld definitiv nicht wieder zurück in die Finger bekommen. Sondern die Betrüger, die kaufen sich ein schönes Auto davon. Ja. In Höhe von 1,12 Bitcoins, in Höhe von mehr als 35.000 Euros. Ja. Wenn Sie jetzt mit Euros rechnen. Haben Sie soweit alles verstanden, ne? Das ja, aber ich habe jetzt nicht verstanden, was ich machen soll. Okay, Herr Steiner, ich werde Ihnen Bescheid sagen, damit Sie Ihre persönliche Bitcoin-Wallet mit dem Auszahlungswallet verbinden, ja? Ja. Und damit Sie Ihre Börsensumme in Bitcoins, ja, in Höhe von mehr als 35.000 Euro, ja, kriegen, ja? Deswegen brauchen Sie unter diese Wallet, ja, für ein paar Sekunden sozusagen 0,04 Bitcoins zu bestätigen, ja, und danach wird System automatisch, ja, Ihre Bestätigungssumme und Ihre Auszahlungssumme, ich wiederhole, mehr als 35.000 Euro, auf Ihre persönliche Bitcoin-Wallet senden. Also ich soll jetzt 0,04 Bitcoin senden? Genau, genau. Also 1.254 Euro. Ich werde Ihnen Bescheid sagen, wie viel ist das mit offiziellen Kurs, ja? Ja, der offizielle Kurs sind 0,04 Bitcoin, sind 1.254 Euro. Das soll ich jetzt an euer Konto überweisen. Ja, mit dem offiziellen Kurs, ja, das ist 1.261 Euro und 97 Cent. Ja, ist ja fast das Gleiche, ja. Hm, ja, das ja, fast gleich, genau. Das ändert sich immer, ja, aber die Bestätigungssumme, ja, wenn man auf Bitcoin-Wallet erhaltet mehr als 10.000 Euro. Also ich soll euch jetzt, 1.000 Euro geben, damit ich dann die 35.000 bekomme? Nein, Sie geben gar nichts. Diese 35.000 und plus Ihre 0,04 Bitcoin. Ja, aber wenn ich jetzt 0,04 Bitcoin überweise, dann überweise ich ja euch 1.000 Euro, also 1.500. Nicht an mich oder nicht an Blockchain, ja. Sie überweisen es auf Ihrem persönlichen Auszahlungswallet, was Sie auf dem Blockchain haben. Ja, so habe ich ja erklärt, ja. Und also ich überweise jetzt mein Geld auf das Konto und dann kriege ich alles zurück. Genau. Aha. In ein paar Sekunden, ja. Diese Bitcoin-Transaktionen dauern ein paar Sekunden, ja. Mhm. Innerhalb von 10 Sekunden, ja. Normalerweise funktioniert es so. Mhm. Ja. Machen Sie es, ich warte an der Leitung. Ja, natürlich, und klar. Und wenn Sie Ihre Auszahlungssumme in Bitcoin erhalten, ja, sagen Sie mir Bescheid. Ja. Ja, und da haben wir wieder einen von den vielen Momenten, wo wir den Typen so richtig schön lange an der Leitung warten lassen. Tja, weil, habt ihr gehört, die wollen hier ernsthaft weit über 1.000 Euro einfach so erstmal von euch haben. Nur aus dem Grund, weil man ja die Konten miteinander verbinden will. Also, PayPal macht ja sowas auch. Aber da funktioniert es anders. Da schenkt PayPal euch Geld. Das sind so Überweisungen, 1 Cent, 2 Cent, 3 Cent, 5 Cent, maximal 9 Cent oder so, also im einstelligen Cent-Bereich, überweisen die euch Geld und ihr dürft es tatsächlich behalten. Das Geld schenken die euch. Und in der Überweisung steht meistens noch ein Code mit drin. Und den Code gebt ihr dann bei PayPal ein. Ja, und dann weiß PayPal, das Konto ist euer Konto, weil nur ihr wisst den Code, der im Betreff von der Überweisung drin stand. Soweit, so gut.
Aber hier überweist ja die Firma mir Geld und nicht andersrum. Also warum soll ich denen jetzt 1000 Euro geben, wenn es PayPal mit einem Cent schafft, so ein Konto zu verifizieren und das genau andersrum läuft und der Kunde gar nichts bezahlen muss? Wahnsinn. Also einfach nur Wahnsinn. Und ich finde es wirklich bestürzend und extrem erschütternd, dass es Menschen gibt, die darauf reinfallen. Also, ne, das ist einfach nur Wahnsinn. Ich meine, man muss ja nur überlegen, da muss ja einfach jemand sein, der geistig ein bisschen zurückgeblieben ist. Und die Leute können ja teilweise nicht mal was dafür. Ich meine, sicherlich, die allermeisten, die können was dafür, wenn sie da Geld einzahlen, weil sie selber Dollarscheine in den Augen haben. Aber spätestens, wenn ich darüber nachdenke, dass ich denen 1000 Euro geben soll, damit ich 35.000 Euro zurückkriege, das macht ja gar keinen Sinn. Warum? Und wenn ich die Summe, die ich einzahle, ja auch wieder rauskriege, dann kann man ja das nicht mal als Bearbeitungsgebühr irgendwie abstempeln. Einfach nur erschütternd. Sind Sie noch dran? Ja, natürlich. Ich warte an der Leitung. Auf jeden Fall. Ich bin gleich fertig. Okay. Ja. Wenn Sie die ganze Auszahlungssumme erhalten, sagen Sie mir Bescheid, damit wir diesen Auszahlungsprozess beenden haben, ja? Ja. Okay. Jetzt ist die E-Mail gekommen. Da steht drin, okay. Hallo. Dominik Mercier, Auszahlungsabteilung. Genau, das ist jetzt gekommen. Ja, genau. Okay, sehr gut. Der Onkel noch dran? Ja, bitte schön. Ja. Wie lange telefonieren wir denn jetzt schon? Wissen Sie, Moment, ich werde nachschauen, 1 Stunde und 45 Minuten. Ja, genau, wollte ich nur mal für die Zuschauer wissen, dass die das auch hören. Ja. Das wird ja nachher wieder die stille Zeit, die schneide ich ja immer raus. Wie bitte? Was? Wie bitte? Ich habe nicht verstanden, die Verbindung war schlecht. Was haben Sie mir gesagt? Ja, ich sage, die Pausen, die mache ich immer weg, dass die nachher nicht stören, so. Ach so. So, ich habe jetzt fertig. Okay, dann abwarten wir ein paar Sekunden, ne?
Ja. Sie haben korrekt diese Nummer eingegeben, ja. Ja. Ganz vorsichtig, ganz korrekt, ja. Jetzt erwarten wir, wie ich Ihnen gesagt habe, das braucht ein paar Sekunden, damit es bestätigt wird, ja. Und System wird Ihre Auszahlungssumme auf Ihre persönliche Wallet-Adresse, was Sie verbunden haben, selber, ja. Diese 1,12 Bitcoins, ja, auf Ihre sozusagen verbunden auf Ihre persönliche Bitcoin-Wallet-Adresse senden, ja. Ich Ja. warte an der Leitung, bevor Sie diese ganze Auszahlungssumme plus Ihre Bestätigungssumme auf Ihrem Bitcoin-Wallet erhalten. Okay? Abwarten wir. Ja. Okay, noch nicht bestätigt. Warten wir noch ein bisschen, ne? Ja. Ihr habt's gehört. Schon alleine jetzt haben wir fast die 2 Stunden mit dem Telefonat voll. Und ja, nach dem Schnitt sind wir jetzt bei 1 Stunde. Das ist schon tatsächlich gruselig, wie viel wir da am Telefon nicht gesprochen haben. Also alles, was jetzt hier in diesem Gespräch fehlt, ist komplett dadurch, also das ist rausgeschnitten, ne? Also weil wir einfach gar nicht gesprochen haben. Ich habe den immer so lange warten lassen. Das waren manchmal 5 bis 10 Minuten, wo einfach gar nicht gesprochen wurde am Telefon, aber beide Seiten sind an der Leitung geblieben. Ich meine, ihr habt es auch gehört, nebenbei haben wir hier schon Privatgespräche geführt während des Telefonats, weil das Telefon halt einfach so lang ging. Und dann muss man ja auch noch sagen, wir sind jetzt bei 1 Stunde im Schnitt und bummelig, nachdem ich die ganzen O-Töne ja jetzt schon drauf habe. Also krank. Es ist einfach nur wahnsinnig krank, wie lange dieses Telefonat ging, wo einfach nicht gesprochen wurde. Und was davon dann noch übergeblieben ist. Wahnsinn. Also der nimmt sich wirklich viel Zeit für seine Opfer, um schön an das Geld ranzukommen. Aber bei 1.500 € fürs Nichtstun würde ich auch 3 Stunden mit den Leuten telefonieren. Das ist einfach nur Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Und naja, er denkt ja immer noch, ich habe jetzt gerade das Geld überwiesen. Und er denkt, er hat gleich die Kohle. Und deswegen hat er natürlich auch jede Menge Geduld. Logisch. Er will ja das Geld haben. Sie haben von Ihrer Seite alles bestätigt, ne? Ja. Okay, dann abwarten wir. Hm. Wir haben fast 2 Stunden miteinander gesprochen, aber naja, Sie werden jetzt ja so als Auszahlungssumme mehr als 35.000 erhalten. Ja. Nicht schlecht, oder? Ja. Okay, dann warten wir kurz und danach beenden wir. Hier wollte er mich vom Prinzip einfach nur nochmal warm halten, weil jetzt hat er selber nochmal betont, dass wir hier schon 2 Stunden telefonieren. Ja, und das hatte eigentlich nur den Grund, dass ich bloß nicht auflege, weil es ist gerade der heikle Moment, wo er darauf wartet, dass die Kohle reinkommt. Und sollte da irgendwas schiefgehen und die Kohle kommt und kommt und kommt nicht, was ja passiert, wollte er schon mal darauf nochmal betonen oder nochmal darauf hinweisen, dass ja 35.000 € auf mich warten. Ja, das, so ist halt die Masche, ne? Der will euch warm halten, mehr ist es nicht. Den Rechner wieder. Und wie sieht's jetzt aus mit meinem Geld? Ja, es ist noch nicht bestätigt, warten wir. Ja, wenn es bestätigt wird, dann innerhalb von 10 Sekunden bekommen Sie, wie gesagt, Ihre Auszahlungssumme und Ihre Bestätigungssumme, ne? Wie lange dauert die Bestätigung? Der freundliche, geduldige Betrüger meint ja, dass innerhalb von 10 Sekunden hätte ich dann meine Auszahlung auf meinem Konto, nachdem die Einzahlung von mir bestätigt wurde. Ich denke, er wollte damit eigentlich nur ausdrücken,
Innerhalb von 10 Sekunden, wenn das Geld bestätigt auf seinem Konto ist, wird er auflegen und sich nie wieder bei uns melden. Denn wie immer, die Rufnummer, mit der uns der Betrüger hier anruft, die ist gespooft. Spoofing bedeutet, es ist eine verfremdete, verfälschte Telefonnummer. Das heißt, wenn ihr die Telefonnummer 123456 besitzt, wird einfach eine ganz falsche Telefonnummer im Display angezeigt. Also nichts mit zurückrufen und so weiter. Ja, wissen Sie, wenn es ein paar Minuten oder wenn Sie alles korrekt gemacht haben, wenn Sie korrekt die Nummer eingegeben haben, was ich Ihnen diktiert habe, ja. Mit dem richtigen 0,04 Bitcoin, ja. Ja, dann wissen Sie maximal ein paar Minuten. Ja, ein paar Minuten sind schon vorbei, noch ein paar Minuten vielleicht, ja, warten wir. Und wenn es bestätigt wird, in 10 Minuten bekommen Sie Ihre Bestätigungssumme und Ihre Auszahlungssumme zurück, ja. Ja, dann warte ich so lange. Okay, warten wir zusammen an der Leitung. Besonders auffällig ist, gerade eben hat er gesagt, dass das Ganze in ein paar Sekunden erledigt ist und ich das Geld dann sofort auf meinem Konto haben werde und das ganz, ganz, ganz schnell geht. Jetzt sind wir auf einmal schon bei 10 Minuten. Ich weiß nicht, ob die sich da selber zuhören, ob die sich ihr Skript da teilweise komplett selbst ausdenken. Das ergibt schon wieder keinen Sinn. Naja, und wenn man eben die Möglichkeit hat, nochmal die Gespräche anzuhören, dann fällt einem immer nochmal ein bisschen was auf. Ich meine, euch fällt in den Kommentaren auch immer nochmal was auf, was mir auch gar nicht aufgefallen ist. Aber naja, verrückt die Welt. Ja. Herr Steiner? Ja. Hallo? Ja. Hören Sie mich, ne? Okay, Ihre sozusagen Wallet, Bitcoin Wallet ist noch nicht verbunden. Können Sie mich bitte durchlesen, ob Sie diese Nummer korrekt eingegeben haben? Können Sie es für mich machen? Die lange Nummer. Die lange Nummer, genau. Ja, Moment. So, dann gehe ich mal gucken. Okay. So. Moment, da, so, die Nummer heißt BC1QZE94A ja. PW3ZER7Y9HNCT53Q0CL8J. 2RR64SC3N6M. Genau, Sie haben alles ganz korrekt, ja? So, genau. Sie haben unter diese Nummer 0,04 Bitcoins ja bestätigt sozusagen, oder? Ja. Okay, dann abwarten wir. Natürlich. Weil Sie haben diese Nummer korrekt eingegeben, ja? Ja, natürlich. Und können Sie jetzt nachschauen, was steht auf Ihrem Wallet? Ja, das gesendet Operation, ist. Dass das gesendet ist, ja? Ja. Okay. Können Sie einfach an mich ein Screenshot machen oder Foto, wo das bestätigt ist, ja, und an mich unter meine E-Mail-Adresse senden? Können Sie es machen? Ja. Okay, bitteschön. Wie lange telefonieren wir jetzt schon? Zwei Stunden, mehr als zwei Stunden. Wie lange genau? 2 Stunden und 13 Minuten. Okay. Genau, ja. Okay, senden Sie mir dieses Screenshot unter meine E-Mail-Adresse. Ja, ich warte auf Sie. Ja. Alle, ja, und da, das ist nur die wirklich möglich.
habe ich gesendet. Okay, ich schau mal. Ja. Noch nicht gekriegt, Sie haben es an blockchain-auszahlungs-abteilung.com gesendet, oder? Ja. Können Sie es nochmal an mich senden, weil ich es noch nicht gekriegt habe? Ja. Schicken Sie es an mich noch einmal? Habe ich gemacht, ja. Haben Sie? Also warum habe ich nicht gekriegt? Weiß ich nicht. Okay, Sie haben mein E-Mail gekriegt, nur mit Hallo, ne? Correct? Ja, ja. Ach so, das heißt, Ihre E-Mail kriegt keine PDF-Files und Sie haben jetzt an mich jetzt Foto gesendet, oder? Ja. Foto, ne? Also. Und gesendet steht es auf Ihrem Wallet oder haben Sie E-Mail gekriegt mit dem Foto? Habe ich geschickt, ja. Nein, Ihre, wo steht gesendet? Können Sie es einfach kopieren und mir schriftlich das senden? Weil da Ihre E-Mails mit Foto habe ich nicht gekriegt, Herr Steiner. Ja. Okay, machen Sie. Haben Sie an mich schriftlich das gesendet, oder? Ja. Aber das... Ich kriege kein E-Mails von Ihnen. Nee? Noch nicht, haben noch nicht gekriegt. Komisch. Ja. Haben Sie mein E-Mail korrekt eingegeben? Ja. Blockchain? Können Sie mir das durchlesen? Moment. Habe ich nicht aufgehoben. Doch da. blockchain@auszahlungs-abteilung.com. Genau, unter dieser E-Mail-Adresse brauchen Sie dieses Foto zu senden, aber ich habe noch nichts gekriegt, ja? Ja. Damals, wenn Sie mir ein paar E-Mails gesendet haben, alles habe ich pünktlich gekriegt, ja? Aber jetzt keine E-Mails. Das ist ja schade. Können Sie bitte durchlesen, was steht auf Ihrem Wallet, damit ich mich besser orientieren kann, dann? Na, 0,04 Bitcoin gesendet. Ja, steht irgendwo aufstehend oder so etwas? Nee. Nein. Das haben Sie mit Ihrem Bitcoin-Wallet, was haben Sie, wo haben Sie diese Wallet? Einfach im PC, ne? Ja. Oder? Okay. Können Sie mir Ihre Bitcoin-Wallet sagen? Wie fängt das an? Was? Erste Ziffer oder erste Buchstaben? Mit dem Q. Mit dem Q? Ja. Das ist auch angenommen, oder? Ja. Okay, Herr Steiner, schauen Sie mal. Wie ich überprüft habe. Hallo? Hören Sie mich? Ja. Ja, schauen Sie mal. Wohin denn? Okay, schauen Sie mal, wie ich überprüft habe. Wenn Ihre Nummer. Ja, fängt mit Q an, ja. Das ist nicht Bitcoin Wallet, sondern Bitcoin Cash Wallet. Korrekt? Keine Ahnung. Ja, das ist Bitcoin Cash. Vielleicht, Sie haben die Bestätigungssumme nicht in Bitcoin, sondern in Bitcoin Cash. Und dann? Schauen Sie mal. Sie haben, das ist nicht Bitcoin, sondern Bitcoin Cash. Ich habe Ihnen gesagt Bitcoin, ja. Bitcoin Wallets fangen immer mit Ziffer oder mit B wie Bertha an. Ja, mit B. Ja? Ja. Genau deswegen, ja, Sie haben, deswegen ist es nicht bestätigt. Sie haben nicht Bitcoin sozusagen bestätigt, sondern Bitcoin Cash. Ja? Kann sein. Schauen Sie mal, ob Sie nicht Bitcoin Cash, sondern Bitcoins, Bitcoin Wallet haben. Und schauen dann? Sie mal. Ja. Schauen Sie mal, ob Sie es haben. Ja. Das soll auf jeden Fall mit Ziffer oder mit Buchstabe B anfangen. Okay. Schauen Sie mal. Ja. Ich warte an der Leitung. Ja. Und Herr Steiner, hören Sie mich? Ja.
Sie benutzen vielleicht Exodus, ist das korrekt? Was ist Deutsches das? Programm. Nein? Weil wo haben Sie diese Wallets? Ja, Das ist da, meine wo Sie Frage. gesagt Im haben. Computer. Wie bitte? Da, wo Sie gesagt haben. Exodus, ne? Ja. Okay, ja. Weil Sie haben diese Summe sozusagen mit Bitcoin Cash gemacht, aber Sie brauchen das mit Bitcoin zu machen, ja? Ja. Schauen Sie mal, wissen Sie, Sie haben einen Fehler gemacht, ja, aber kein Problem, ja. Ich werde Sie an unsere sozusagen technische Abteilung weiterleiten, ne? Ja, Okay, ja. damit Sie diese Summe jetzt zurückbekommen und danach, damit Sie diese Summe nochmal bestätigen von Ihrer Seite mit Ja, Bitcoin-Nummer, ja. ne? Ja, und Ihre Auszahlungssumme erhalten. Herr Steiner, Sie an unsere technische Abteilung weiterleiten. Ja, Sie Ja. haben Fehler gemacht, aber unsere technische Abteilung wird Ihnen dabei helfen. Tja. Also ich weiß nicht, wie oft er mir jetzt noch sagen möchte, dass ich den Fehler gemacht habe. Tja, weiß nicht, Kundenservice sieht, glaube ich, ein bisschen anders aus, aber wirkt auf jeden Fall nicht gerade sehr nett, wenn man von ja, der Partei gegenüber permanent hört, Sie haben einen Fehler gemacht, Sie haben einen Fehler gemacht, Sie haben einen Fehler gemacht. Nett. Aber davon mal abgesehen, wenn ich jetzt auf ein falsches Krypto-Wallet Geld überwiesen habe. Ja, dann ist es auch schon weg, weil wenn das tatsächlich funktioniert hat, das falsche Krypto-Wallet, wo ich angeblich was überwiesen habe, dann ist die Kohle erledigt. Dann kriege ich die nicht zurück. Tja, und jetzt wollte er mir erzählen, dass die technische Abteilung mir dabei hilft, mein Geld jetzt erstmal wieder zurückzubekommen, damit ich dann erneut überweisen kann. Ja, aber witzig, dass es darum jetzt gleich überhaupt nicht mehr geht, dass ich mein Geld zurückbekomme, was ich ja quasi schon angeblich überwiesen habe. Es geht einfach nur weiter darum, dass ich Geld überweisen soll. Naja. Also keine Sorge, ja. Und dann, Sie werden weitergeleitet zurück an mich. Okay? Ja. Folgen Sie bitte technische Abteilung, ja. Und technische Abteilung wird Ihnen dabei, ja. Moment. Warten Sie an der Leitung, ich werde den Anruf weiterleiten. Ja. Herr Steiner? Ja. Schauen Sie mal, Sie Jetzt brauchen höre ich die nicht nicht mehr. zu abwarten. Unsere technische Abteilung ist ein bisschen beschäftigt, ja. Ich höre Warten Sie an Sie. der Leitung, so Ja. Ich in fünf warte. Minuten, ja. Okay, ich bin da. Ja. Guten Tag, spreche ich mit Herrn Steiner. Hallo? Ja. Guten Tag, Herr Steiner. Ich heiße Daniel Konold. Ich bin von der technischen Abteilung der Firma. Okay. Ja. Wie ich weiß, wir versuchen jetzt technisch dieses Geld zu Ihnen rückzugeben, die jetzt falsch rausgeschickt ist, korrekt? Ganz genau. Darf ich Ihnen fragen, welche Krypto-Wallet verbrauchen Sie? Danke. Was für ein Ding? Haben Sie Exodus-Wallet auf dem PC Ja. oder Handy? Nee, sowas, das erste. PC, okay. Können Sie den Exodus öffnen und daran anschauen? Ja. So, jetzt wären wir von der Kakerlake auf Schweizerdeutsch vollgelutscht. Tja. Aber der ist kein Schweizer, oder? Der ist doch auch mit Akzent. Ich meine, ich kenne mich mit der Akzente nicht so aus, aber das. Naja, okay. Also, was man davon jetzt schon wieder halten soll. Ich meine, der spricht ja wirklich so extrem Schweizerdeutsch, dass man das kaum noch versteht. Also, ich zumindest nicht so wirklich. Habe ich auch nicht mit gerechnet. Und, naja, weiß ich nicht. Ist das Schweizerdeutsch mit nicht schweizerdeutscherischem Akzent? Also, kommt der von woanders? Schreibt es mal in die Kommentare. Ah. Okay. Und dann? Und was sehen Sie? Beschreiben Sie mir bitte, danke. Na, dass ich das übersendet habe, das Geld. Das ist mir verständlich. Außerdem, das oben sehen Sie etwas? Ja, ich weiß nicht, was Sie meinen. Ich habe das Geld gesendet. Ich weiß. Sind Sie in der Wallet selber? Ja.
Okay. Sehen Sie oben der Wort Backup? Was? Backup. Sehen Sie B-A-C-K-U-P. Ja. Oben rechts, ja? Ja. Können Sie darauf klicken, bitte, danke. Ja. Okay, was sehen Sie jetzt in Bilder auf Ihrem Schirm? Na, die Seite Backup. Backup. Und was steht drauf? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Ich meine, sehen Sie eine Glocke auf der linken Seite? Ja. Und was steht auf der rechten Seite? Welches Symbol? Beschreiben Sie mir den Symbol, ganz einfach. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Habe ich Ihnen gerade gesagt, was ich meine. Beschreiben Sie mir den Symbol, was Sie sehen. Ja, aber dann verstehe ich nicht, was Sie meinen. Okay. Sehen Sie das Wort Recovery Phrase? Nee. Nee, sehen Sie es nicht? Nee. Okay, dann, was sehen Sie, können Sie mir beschreiben? Na, ich habe das Geld gesendet. Das ist doch verständlich. Ja. Ich meine, nach Sie der Backup, können Sie Backup klicken? Ja. Okay. Jetzt, womit sind Sie präsentiert auf den Schirm? Danke. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Nach Sie, ich meine folgendes, ja? Wenn Sie Backup klicken, sollten Sie mit konkreten Optionen präsentiert sein? Ich möchte, dass Sie mir beschreiben, mündlich, ob Sie konkrete Symbole sehen oder Wörter und den Bild, was Sie angucken. Danke. Und nun? Und nun, ich warte auf Ihnen. Auf Ihr Beschreiben. Keine Ahnung, was Sie wollen. Okay. Haben Sie Exodus offen? Ja. Gut. Sehen Sie Ihre Bitcoin-Adresse? Ja. Ja? Okay. Sehen Sie das Wort Backup oben? Ja, habe ich doch gesagt, ja. Aber klicken Sie bitte da drauf, auf dem Knopf. Klicken Sie da drauf. Und dann? Und dann klicken Sie auf dem Wort rechts. Das sollte eine lila Knopf sein mit dem Wort V-I-E-W. Sehen Sie es? Nee. Oh, das kann für sich nicht sein, ob Sie das nicht sehen. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Überweisen Sie doch einfach an mein Kryptowallet das Geld. Dann sage ich Ihnen die Nummer. Versuchen, aber schauen Sie, ohne technische Unterstützung, es ist sehr, sehr schwer. Machen Sie Folgendes. Gehen Sie auf die folgende Webseite, okay? Ja, aber ich kann Ihnen doch mein Kryptowallet sagen und dann überweisen Sie das einfach. Schauen Sie, das Geld ist nicht an uns angekommen, ja? Wir würden ein bisschen andere Transaktionen durchmitteln, womit Sie können das Geld einfacher bekommen. Na, am einfachsten wäre es, wenn ich Ihnen meine Kryptowallet-Adresse sage und Sie das Geld einfach darauf überweisen. Ja, aber uns das zu tun, mein lieber Herr, ja, wir sollten eigentlich, schauen Sie, Sie können mich etwas diktieren. Na, wenn Sie mir nachfolgen, ehrlich gesagt, wir sollten alles sicherstellen. Das würde leichter sein, dass wir den Adress direkt kopieren können von den Chef. Deswegen bitte rufen Sie auf, okay? Na, aber ich kann Ihnen doch meine Crypto-Wallet-Adresse sagen und dann überweisen Sie mir das Geld. Sie können die verdammte Webseite besuchen, ja? Ich diktiere Ihnen bitte die Webseite. Das ist... Was? Die Webseite läuft folgendes. Ja, es ist A, N, Y. Und dann? D, E. Ja. S. Ja. K. Punkt. Ja. C. Ja. O. Ja. M. Ja. So, jetzt können Sie mir das durchlesen, was Sie geschrieben haben im Internet? Ja, anydesk.com. Aber warum überweisen Sie das Geld nicht direkt an meine Crypto-Wallet-Adresse? Wir kommen dabei. Können Sie jetzt Enter klicken und die Anydesk-Webseite eröffnen? Warum beantworten Sie meine Frage nicht? Ich beantworte Ihnen. Dabei kommen wir auch. Ja, wir streben das auf Ihre Wallet zuzuschicken. Ganz einfach. Ja, dann sage ich Ihnen meine Bitcoin-Wallet-Adresse oder schicke Ihnen die per E-Mail und dann überweisen Sie das Geld direkt drauf. Ja, aber schauen Sie, die Anydesk-Adresse könnte sehr... Entschuldigung, die E-Mail-Adresse, die Bitcoin-Adresse kann sehr lang sein. Ja, die kann ich ja per E-Mail schicken. E-Mail schicken, Gott weiß, ob es richtig Ihre ist oder nicht. Na, wenn ich es kopiere, dann ist es ja meine. Von Unabhängigen, das ist, was Sie sagen, das könnte von jemandem anderen zu Ihnen gegeben sein. Ja, das spielt ja dann auch keine Rolle, wenn ich Ihnen die Adresse gegeben habe, das ist ja dann auch richtig. Ist ja mein Geld, das können Sie ja darauf überweisen, wo ich das für richtig halte.
Nicht nur, da sollten auf ihre eigene Kryptowelt kommen, die unter ihrem Namen steht. Ja, es ist auch richtig. Aus diesem Grund, bitte rufen Sie auf die Indesweep-Seite. Ja, das brauchen wir ja dazu nicht. Doch, brauchen wir das. Nee. Ich denke, der Betrug wird hier immer ein Stückchen offensichtlicher. Also es ist einfach nur Wahnsinn, was die sich für Zeit nehmen, um euch eure Kohle aus der Tasche zu ziehen, die ihr euch hart verdient habt. Und naja, ihr sollt denen einfach wortlos das Geld überweisen, ohne dass ihr nachher was davon habt. Und alles, was die euch erzählen, ist nur Blödsinn und Bullshit. Das hat überhaupt nichts mit irgendeiner, das ist nicht mal ansatzweise reell, was die euch hier erzählen. Der will einfach nur Kohle und das möglichst schnell und danach soll man die in Ruhe lassen. Und ja, alles andere nervt die nur. Ja, ist ja auch klar, die wollen einfach nur das Geld haben und dafür nehmen sie sich Zeit. Die wollen sich aber keine Zeit dafür nehmen, dass da irgendein Kunde zu langsam am Telefon ist. Und deswegen kommt hier wieder Anydesk ins Spiel. Außerdem ist euch mal aufgefallen, wie oft der bitte Danke sagt. Das ist eine richtig ekelhafte Verkäuferangewohnheit, wenn man den Kunden um etwas bittet. Und eine Bitte ist ja sowas wie eine Frage. Man wartet aber das Ganze nicht ab, sondern man bestätigt das Ganze schon mit Danke, als hätte man gesagt, ja, man gibt dem das, was der haben will. Und das ist einfach nur widerlich. Doch. Nee. Doch. Nee. Anydesk ist eine Remote-Desktop-Software. Aber das hat ja nichts mit dem Crypto-Wallet zu tun. Sie wollten mir doch die 35.000 Euro auf mein Konto überweisen. Dazu brauchen Sie nur meine Crypto-Wallet-Adresse und nicht mehr. Okay, es ist... Genau, dann sage ich Ihnen jetzt meine Adresse. Ja, soll ich jetzt meine Crypto-Wallet-Adresse durchbuchstabieren? Das ist es, nein, natürlich nicht. Das ist sehr seriös. Ja, dann schicke ich Ihnen das per E-Mail. Anydesk, wir brauchen, auch per E-Mail, auch wenn Sie mir sagen, es spielt keine Rolle. Warum? Weil Sie, also erstmal bräuchten Sie eine Liquiditätsbestätigung zuzutun, ja? Weil Sie das nicht getan haben. Doch, habe ich ja. Und woher kann ich Ihnen sagen, schauen, ob Sie hätten das getan? Es gibt zwei Möglichkeiten, okay? Mhm. Einer ist, dass Sie das auf den richtigen Adresse geschickt haben. Ja, habe ich gemacht. Ob Sie hätten es gemacht, würde denn das hier Blockchain-System überprüfbar sein? Mhm. Die ist nicht geschickt, deswegen Sie haben es nicht geschickt. Okay. Zweitens. Also wollen Sie mir mein Geld nicht auszahlen? Oder wie? Sie haben das mit Bitcoin Cash gemacht, nicht mit Bitcoin. Na, wollen Sie jetzt mein Geld nicht auszahlen? Antworten Sie mich nicht auf meine Frage, also. Na, wollen Sie mein Geld jetzt nicht auszahlen? Natürlich möchten wir Ihnen Ihr Geld auszahlen. Ja. Ist kein gebrochenes Radio, ja. Eigentlich, aber um dabei zu kommen, ja, okay, brauchen wir Schritt für Schritt zu gehen, ja? Ich bin jetzt für einen Auszahlung nicht verantwortlich, nur... Achso, na, dann nehme ich den, der dafür verantwortlich ist. Moment, ich bin nur daran verantwortlich, dass die 1000 was Geld, was Sie rausgeschickt haben, dass Sie es zurückholen. Ja. Okay. Und weil dieses Geld ist nicht zu uns angekommen, ja, na, richtig. Nicht auf Ihre eigene Wolle, das ist nicht angekommen. Richtig, genau. Weil Sie hätten das dort geschickt, würden das durch Blockchain-System nachvollziehbar sein, das ist nicht durch Blockchain-System nachvollziehbar, das heißt, Sie haben das nicht in Bitcoin getan. Genau. Wir brauchen technisch das zurückzuholen. Um das technisch zurückzuholen, brauchen wir Anydesk. Nee. Deswegen sage ich da auch. Nee. Doch. Nee. Doch. Nee. Anydesk brauchen Sie nur für den Datendiebstahl, aber nicht für irgendein Krypto-Wallet. Das ist Wer ja Quatsch. Hat Ihnen gesagt, dass ich für den Datendiebstahl brauche? Ich entschuldige mich. Anydesk ist von einer Stuttgart sitzenden Firma hergestellt und die ist weltweit verbraucht von verschiedenen Firmen für technische Unterstützung. Ja, aber nicht für Krypto-Wallets, das brauchen wir ja da nicht. Bei alle viele. Und Krypto-Wallet ist eine Computertechnologieart, wobei die technische Unterstützung durch Versteuerung könnte verbraucht sein. Wie lange telefonieren wir denn schon? Sie sind jetzt mit mir knapp 3 Minuten auf dem Apparat. Ja, und insgesamt? Das kann ich mal nicht sehen. Sie waren auf einen anderen Anruf erfordern. Ja, aber Sie haben ja nicht irgendwie durchgestellt oder so. Also ist das gleiche Telefon. Sie sind ja nur an den Platz gegangen von dem Kollegen. Dann müsste ja da auf dem Display stehen, wie lange wir insgesamt telefonieren. Ja, Mann, ich kann das... Das ist nicht bei mir schaubar. Ob Ach Sie so. Möchten, ich hole Ihr Kollege zurück. Ja. Fragen Sie es zu denen. Ja. Moment, bitte bleiben Sie auf dem Apparat.
Natürlich. So, nun weiß ich nicht, was passiert ist. Das Gespräch ist einfach so abgebrochen. Naja, aber ihr könnt euch vorstellen, das Gespräch ist aber noch nicht zu Ende. Und die nette Betrügerfirma hat ja noch eine Rechnung offen mit uns. Also nicht wirklich, aber die wollen ja Geld von uns. Ja, und naja, da geben die sich natürlich nochmal Mühe und rufen auch nochmal direkt an, um das ganze Schauspiel noch ein bisschen weiter auf die Spitze zu treiben. Und gleich zu Beginn des Gespräches könnt ihr gleich direkt aufpassen, wenn es jetzt wieder losgeht. Ich sag ihm schon, dass das alles Betrug ist. Und er macht einfach weiter in seinem Programm und ignoriert, was ich sage. Also, ich weiß es auch nicht mehr, was man dazu noch sagen soll. Bei solchen Menschen ist einfach Hopfen und Malz verloren. Und man weiß gar nicht so richtig, was man dazu noch großartig sagen soll. Es ist definitiv ganz, ganz gruselig, dass solche Menschen bei euch anrufen und die von euch Geld haben wollen. Die hören euch einfach gar nicht zu am Telefon. Selbst wenn die halbwegs Deutsch sprechen können und man das Gefühl hat, der versteht, was man da so sagt, die hören einfach nicht hin, weil die gar, weiß ich nicht, die haben da gar keinen Bock drauf, Fragen zu beantworten, sondern einfach nur ihr Skript runterzurattern, weil sie möglichst schnell an die Kohle wollen. Und klar, sicherlich legen da viele tausend Leute einfach auf und die werden viele Nullnummern am Telefon haben, wo die Kunden entweder ins Telefon brüllen oder direkt das Gespräch beenden. So sollte das ja auch definitiv sein. Problematisch ist halt hier, die begreifen das irgendwie nicht, dass wir sie jetzt hier vorführen. Wahrscheinlich, weil das Gespräch schon so lange geht. Aber gut, er meldet sich ja nochmal. Machen wir mal weiter mit dem zweiten Teil von diesem Riesentelefonat. Ah, hallo. Hier spricht Dominik Mercier wieder, Ihre Berater. Ja. Mit dem Auszahlung. Ihr Anruf wurde zurück an mich weitergeleitet, ne? Nee. Okay, naja. Der hat aufgelegt. Technische Abteilung, meinen Sie, oder? Ja, der hat mich auch nur angelogen. Ach so, okay. Dann, wissen Sie, machen wir so. Ich persönlich werde ja Ihnen dabei helfen. Ja. Okay? Ja. Es ist kein Problem, ja, mit Hilfe von technischer Abteilung einfach, ne? Ja. Okay? Ja. Damit wir diese Summe, was Sie, wissen Sie, das braucht denn mit Bitcoin zu machen, das haben Sie mit Bitcoin Cash gemacht, aber es ist überhaupt kein Problem, machen Sie keine Sorge. Das senden wir jetzt zurück auf Ihre Wallet, ne? Okay? Und dann statt Bitcoin Cash machen Sie es mit dem Bitcoin einfach, ne? Ja. Machen wir so. Okay? Und da geht das Dramaspielchen auch schon weiter. Also wir haben ja jetzt nur mit der komischen technischen Abteilung versucht, mein Geld irgendwie zurückzuziehen, bis er sich dann darum nicht mehr gekümmert hat und es eigentlich nur noch darum ging, ja, auf das richtige Krypto, also mit der richtigen Krypto-Einzahlmethode auf deren Konto mein Geld draufzuwerfen, um es dann nie wiederzusehen. Naja, und jetzt sagt er einfach nur und tut das Ganze so ab, ja, wir überweisen das dann zurück. Also die ganze Zeit hat er mir erzählt, das Geld ist bei denen gar nicht angekommen. Was möchte er mir denn eigentlich genau zurücküberweisen, wenn er mir vorher gesagt hat, das Geld ist nicht angekommen? Tja, also die widersprechen sich ganz, ganz, ganz offensichtlich. Der Betrug ist halt echt schlecht gemacht. Deswegen legen die meisten Betrüger einfach auch ganz schnell auf, wenn sie merken, das geht hier in die falsche Richtung und der Kunde übernimmt die Kontrolle über das Gespräch. Weil genau solche Sachen dann offensichtlich werden. Tja. Aber dadurch, dass sie sowieso mit gefälschten Telefonnummern anrufen, sind sie auch leider ganz, ganz schwer nur zu bekommen. Und dadurch, dass sie teilweise ja auch nicht mal mehr mit Webseiten arbeiten, wie will man die erreichen? Über die Telefonprovider ist da keine Chance. Wenn der Anruf schon aus dem Ausland über eine gespoofte Telefonnummer reinkommt und das gar nicht in Deutschland verarbeitet wird, zwischendurch ganz viele verschiedene Rechenzentren dazwischen sind und überall Sicherheitsvorkehrungen mit VPN-Tunnel, also ne, versteckte Internetleitung in der Internetleitung, ne, da hat man kaum noch Chance, irgendwie an die Leute ranzukommen. Die rufen einfach überall an und machen damit richtig dicken Reibach, ohne dass sie wirklich eine Leistung liefern müssen. Und vor allem, wenn man hier 1.500 Euro haben möchte, dann brauche ich aber 2 Kunden im Monat abzocken und ich habe mehr Geld, als ich brauche. Also es ist ja wirklich so. Da reicht ja schon ein Kunde eigentlich und dann brauche ich den ganzen Monat nichts mehr machen und kann die Füße hochlegen. Das muss man sich mal rein rechnerisch ja nur so, ja, ihr wisst, was ich meine. Es ist einfach nur verrückt. Es ist überhaupt kein Problem. Moment, ich werde kurz nur nachfragen, technische Abteilung. Moment. Aber ich habe euch doch nur verarscht. Moment. Ja. Ich
Schauen wir mal, was können wir machen. Und hier haben wir einfach ganz einfach wieder den Beweis, dass der überhaupt nicht zuhört am Telefon. Ich habe doch jetzt ganz klar und deutlich gesagt, aber ich habe euch doch nur verarscht. Und der macht einfach weiter und sucht da in seinem Computerprogramm. Ich glaube, es wird Zeit, das ganze Ding hier so langsam mal in die richtige Richtung zu bringen, zum Ende. Denn insgesamt, wie gesagt, haben wir ja bummelig fast 3 Stunden miteinander telefoniert. Okay, so. So mal. Sie haben versucht, Ihre Auszahlung zu bestätigen, wie Sie mir gesagt haben, mit dem Exodus-Programm, ne? Ja. Okay. Schauen wir mal. Ich persönlich benutze auch diese Exodus-Programm auch und diese Elektron-Programm auch in meinem PC, ne? Ja. Deswegen habe ich gefragt, ob Sie Block Elektron oder Exodus-Programm benutzen, ne? Okay. Ich werde jetzt die Instruktion von unserer technischen Abteilung erhalten und dann können wir weitermachen. Das, womit Sie bestätigt haben, schauen Sie mal, damit Sie Bescheid wissen, ja, Herr Steiner, Cash und Bitcoin Cash hat eine grüne Logo, ist das korrekt, ja? Und Bitcoin hat eine gelbe-blaue Logo. Verstehen Sie es? Ja. Ja, genau. Sie haben mit dem Grüne gemacht. Korrekt? Nee. Nee? Okay. Schauen wir mal. Okay, im Exodus, ja, wenn Sie es geöffnet haben, ich will es zurücksenden, dort haben Sie, schauen Sie, ist das korrekt, Herr Steiner? Was für Wörter? Sie haben im Exodus diese Wörter, Zollwörter, im Exodus, auf jeden Fall, korrekt? Ja. Okay, ja, Sie brauchen diese Wörter an mich zu diktieren, bitteschön. Wie denn? Wie bitte? Welche Wörter? Also im Exodus haben Sie 12 Wörter. Nee. Auf jeden Fall, wissen Sie. Da sind keine 12 Wörter. Das haben Sie irgendwo ausgeschrieben, auf jeden Fall. Ja. Ja, genau. Und ich warte an der Leitung. Nehmen Sie ruhig Zeit. Ja. Wie lange wollen wir eigentlich noch telefonieren? Weil wir haben ja die 3 Stunden schon voll, oder? Ja, wissen Sie, wir beenden wir diese Sache. Ich werde meinen Job bis zum Ende tätigen, ja, damit Sie Ihre Auszahlungssumme und Ihre Bestätigungssumme zurückbekommen. No? Ja, aber haben wir die 3 Stunden schon voll? Moment, ich werde nachschauen. Weil wir haben ja schon 2-mal telefoniert. Genau, nein, nicht 3 Stunden haben wir nicht, ja. Wie viel denn insgesamt? Ja, 2 Stunden und 30 Minuten. 2 Stunden und 30 Minuten schon, ja. Okay. Genau, genau. Ja. Okay, schauen wir mal. Haben Sie so diese Wörter gefunden? Im Steiner? Nee. Nein? Machen Sie es, oder? Nee. Nein? Nee, ich hab dich doch nur verarscht und deine Zeit verplempert. Nein, wieso, Herr Steiner? Wir telefonieren doch mehr als 2 Stunden. Warum sagen Sie so, ne? Ja, 2,5 Stunden, aber reicht. Ja, reicht langsam. Schauen Sie mal, Herr Steiner. Ich muss leider gleich los. Haben diese Summe bestätigt, das brauchen Sie doch zurückzubekommen. Ja, aber. Das ist Ihre Auszahlungssumme. Aber ihr lügt doch nur, ihr seid doch nur Betrüger. Warum, Herr Steiner, warum meinen Sie so? Ja, weil ihr 1000 Euro von mir haben wollt, damit ich meine 35.000 Euro kriege. Das ist Betrug, das ist Verarsche, sowas gibt's nicht. Sowas ist einfach nur Verarsche. Ihr seid aber Betrüger, Steiner, Kriminelle und Abzocker. Nein, Herr Steiner, warum sagen Sie so? Sie haben es zurückerhalten, Ihre Bestätigungssumme, oder? Nee. Nein, wissen Sie, Sie haben es falsch gemacht, Herr Steiner, ja? Nee, weil ihr seid Betrüger. Nicht, wenn ihr... Herr Steiner, ich werde Ihnen, seien Sie bitte mit mir ein bisschen freundlich und ich werde Ihnen etwas sagen, ne? Schauen Sie mal, ja? Sie haben, ja, bestätigt, was fängt mit Q an, ja? Und die Wallets, was fangen mit Q an, sind Bitcoin Cash Wallets. Das können Sie im Internet recherchieren und, ja, Bescheid wissen Sie dann es, ja? Die Bitcoin, einfache Bitcoin-Wallets, alle Bitcoin-Wallets fangen entweder mit Ziffer an oder mit B an, ja?
Ich persönlich, wissen Sie, brauche kein Cent von Ihnen. Ich mache meinen Job und bekomme Gehalt jeden Monat. Ja, Herr Steiner. Deswegen ja, habe ich auch so Betrüger bekommen Gehalt. Aber ihr seid ja Kriminelle. Ihr seid ja Abzocker und kriminelle Betrüger. Herr Steiner. Ja. Warum meinen Sie so? Weiß ich doch. Dann warum haben Sie mehr als 2 Stunden mit mir gesprochen? 3. Es ist schon 3 Stunden, habe ich ja, gerade gesehen. Ja, 3 Stunden. Ja. Das, naja, weil ihr Betrüger seid und ich eure Zeit verplempern will. Und in der Zeit, wo ihr mit mir telefoniert, könnt ihr keine anderen Leute anrufen. Da bist du ja erstmal belegt und kannst keinen anderen kontaktieren. Und das habe ich jetzt geschafft. Ich habe über 3 Stunden deiner Zeit geklaut. Ach so. Und ja. Herr Steiner, ich habe eine Frage. Das heißt, Sie haben, wenn Sie kein Geld irgendwo überwiesen haben, dann werde ich mich freuen. Ist das so? Ja, ich habe noch nie irgendwo Geld eingezahlt, also kann ich auch nichts rauskriegen. Also weiß ich, dass es Betrug ist. Ach so, wissen Sie, Sie machen einen Fehler. Ja, Sie verpassen jetzt eine Möglichkeit, ne, Herr Steiner? Nö, ich verpasse keine Möglichkeit. Ihr habt einfach nur keine Möglichkeit bekommen, die 1000 Euro zu kriegen, weil ich nicht blöd bin. Ja, es ist unfreundlich von Ihrer Seite, ja? Ja, das ist nicht schlimm, da bin ich gerne unfreundlich. Okay. Dann, ich werde mich verabschieden. Nee. Herr Steiner? Nee. Nee? Wir können ja noch ein bisschen mehr Zeit verplempern. Können wir auch. Ja. Wissen Sie, ich arbeite noch 10 Minuten, ja. Ich persönlich bin kein Betrüger. Doch. Und Sie, was haben Sie gemacht, ja? Sie haben mein Zeit verpasst, ja? Ja, ja. Und ich habe keinen Menschen geholfen dafür, ja? Genau, umso deswegen, besser. Genau, das ja, war ja denken, das Ziel. Denken Sie bitte nach, ja? Was Sie gemacht haben, ja, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch. Ja, haben wir ja das Ziel erreicht, dass du in der Zeit keine Menschen helfen konntest. Das ist doch super. Okay, Herr Steiner, dann ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch, ne? Ja, das wünsche ich dir nicht. Tschüss. In der Tat, 3 Stunden purer Wahnsinn. 3 Stunden purer Wahnsinn, in der wir den Betrüger nicht losgeworden sind und der hat sich jede Menge Mühe gegeben, an unsere Kohle ranzukommen, ohne eine wirkliche Gegenleistung, außer dass er mir am Telefon meine Zeit genommen hat. Aber viel wichtiger ist, wir haben denen über 3 Stunden Zeit genommen. 3 Stunden, in denen dieses Callcenter definitiv mit diesem Mitarbeiter keine Chance hatte, irgendjemanden anders anzurufen. Man muss das Ganze ja auch so sehen. Die telefonieren ganz viele Leute durch, ganz viele Leute legen da auch wieder auf am Telefon und brüllen die an. Ganz viele Leute, in denen die sowieso schon Zeit verplempern. Naja, und nach unserem Gespräch hat er auf jeden Fall jede Menge Kraft verloren und hat hoffentlich noch ganz viele von solchen Gesprächen dran. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Das 300. Video ist geschafft. Wahnsinn. Haben wir bald das ganze Jahr schon rum mit Videos. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.